Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beginnt das Format Geldkarten, Gimmicks und Co. Was das genau heißt, werde ich euch heute erklären. Beispielsweise haben wir hier einmal zwei Joker, die sind ganz normal. Und dann haben wir 52 Karten. Aber alles, was außer diesen 52 Karten und den beiden Jokern in diesem Kartenspiel drin ist, bezeichnet man in der Zauberei als Geldkarten bzw. als Gimmicks. Zwischen Geldkarten und Gimmicks unterscheidet man dann nochmal. Und zwar geht es darum, dass Geldkarten Karten sind, die auch wirklich so gedruckt wurden. Und Gimmicks, da komme ich dann gleich nochmal zu, muss man sich erst nochmal basteln. Und das sind keine normalen Karten, wenn man das so nennen darf. Insgesamt kann man also sagen, dass Geldkarten und Gimmicks solche Karten sind, die in einem Kartenspiel nicht auftauchen und dem Zauberer aber gleichzeitig helfen. Allerdings dürfen sie dem Zuschauer nie oder nur in seltenen Fällen gezeigt werden. Geldkarten und Gimmicks sollen uns vor allem in der Kartenmagie jetzt helfen, bestimmte Tricks möglich zu machen, die anders vielleicht nicht möglich wären. Wenn wir hier mal eine Karte auswählen, beispielsweise den Herzbuben, und das Kartenspiel nochmal ein bisschen abheben, kann man prima eine Geldkarte einsetzen, indem ich jetzt hier in der Kartenbox genau eine Karte vorbereitet habe. Und das wäre das cool, wenn das die Zuschauerkarte wäre. Ich meine, natürlich ist es die Zuschauerkarte. Genau der Herzbube, aber trotzdem, es war kein Force. Und der Zuschauer hätte wirklich jede Karte nehmen können. Die Geldkarte dazu ist diese hier. Sie nennt sich Double Back Karte und ist eine der wichtigsten Geldkarten im Repertoire eines Kartenzauberers. Die zweite wichtige Geldkarte kann sogar dem Zuschauer gezeigt werden. Wenn man jetzt beispielsweise hier den Herzbuben mal nimmt und ihm den Zuschauer gibt, dann kann man einmal schnipsen und auf magische Art und Weise verschwindet die Tinte. Das ist eine sogenannte Blankokarte und die ist auch wirklich immer für den Zuschauer sehr magisch, weil Zuschauer eben nicht wissen, dass es solche Geldkarten und Gimmicks gibt und auch, dass solche wirklich gedruckt werden. Jetzt in dem Fall hier ganz ohne Vorderseite, nur mit normaler Rückseite, kombiniert mit einem normalen Kartenspiel, fällt sie von der Rückseite nicht auf und ist trotzdem für Zauberer, beispielsweise auch in einer Ambitious Card Routine, immer sehr nützlich. Andere wichtige Geldkarten sind beispielsweise noch diese Karte, die nennt sich Double Blank Karte, weil sie eigentlich eine ganz normale, unbedruckte Karte ist, von beiden Seiten leer und daher kann sie auch super in bestimmten Kartentricks eingesetzt werden, wo der Wert der Karte oder die Farbe der Kartenrückseite keine so große Rolle spielt. Grundsätzlich kann man sich merken, solche Blank Karten kann man schön auch für andere Tricks verwenden. Ich habe auch solche Blank Karten letzte Woche in meinem Münztrick Coin Match benutzt. Den verlinke ich euch mal hier oben. Schaut ihn euch gerne an. Und wenn man eine komplett weiße Karte nimmt, ist einfach der Kontrast noch ein bisschen höher. Und deshalb habe ich mich für diese Karte entschieden. Außerdem gibt es solche Karten, die von der einen Seite komplett leer sind, da wo eigentlich die Rückseite sein sollte. Und von der anderen Seite haben wir eine ganz normale Vorderseite. Diese Karte nennt sich dann Blank Back, also leere Rückseite. Dann gibt es auch noch Karten, die von beiden Seiten mit Vorderseiten bedruckt sind, wo wir auf der einen Seite ein Karo Ass haben und auf der anderen eine Herz 7 beispielsweise. Aber es gibt es auch mit gleichen Werten. Und wie gesagt, ich stelle euch alle diese Karten in separaten Videos nochmal vor. Dann gibt es noch eine ganz spezielle Art der Geldkarten, nämlich die Karten, wo noch mehr verändert wurde. Hier sehen wir beispielsweise von der einen Seite einen Pik-König und von der anderen Seite einen Kreuzkönig. Und auf der Rückseite haben wir sogar nochmal einen Herzkönig bzw. einen Karo-König. Und diese Karte kann man dann auch in speziellen Kartentricks einsetzen, die man sich dann auch selbst ausdenken kann. Dann kommen wir jetzt mal schnell zu den Gimmicks. Da beziehe ich mich jetzt auch auf die Kartengimmicks und kann dann mal gerade ein paar zeigen. Die werde ich nicht revealen, weil die sind meistens verkauft worden. Und wenn, dann werde ich wirklich nur die ganz einfachen und grundlegenden Gimmicks erklären. Hier sehen wir eines der bekanntesten Gimmicks in der Kartenzauberei, nämlich die sogenannte Flap-Karte. Man wirft sie einmal durch die Luft und sie verwandelt sich in eine andere Farbe. Ja, ihr merkt schon, für solche Gimmicks muss man meistens ein bisschen basteln, aber trotzdem sind sie hinterher meist ziemlich brauchbar und daher lohnt es sich eigentlich immer, ein bisschen Zeit in solche Gimmicks reinzustecken, weil man danach einfach ein schönes Exemplar hat. Auch Box-Gimmicks gibt es. Diese Box habe ich mir selbst ausgedacht. Die kann man bestimmt aber auch irgendwo kaufen. Ich habe die Box einfach präpariert. Ich sage jetzt nicht genau wie, aber man kann damit Karten verschwinden lassen. Also es gibt nicht nur Karten-Gimmicks, sondern auch Box-Gimmicks. Insgesamt gibt es in der Zauberei, vor allem jetzt speziell für die Karten-Gimmicks und Geldkarten, zwei Vorteile, nämlich einmal die Leute, die für Geldkarten und Gimmicks sind und einmal die, diese strikt ablehnen. Aus einem ganz bestimmten Nachteil, weil wenn man mit Geldkarten und Gimmicks arbeitet, kann man nach dem Trick einfach dem Zuschauer nicht die Geldkarten und Gimmicks auslegen, weil sonst würde er hinter das Trickgeheimnis kommen. Und das ist halt der große Nachteil. Also man kann damit Sachen machen, die anders irgendwie nicht möglich wären oder sehr viel schwieriger wären, aber man muss sie nach dem Trickende irgendwie aus den Augen der Zuschauer entfernen. Meiner Meinung nach sind Geldkarten und Gimmicks ziemlich nützlich und ich verwende sie auch gerne, um bestimmte Tricks einfach besser zu machen oder gar erst möglich zu machen. Allerdings ist es auch eher etwas für Fortgeschrittene, weil man wirklich wissen muss, wie man bestimmte Karten, wie jetzt beispielsweise diese Karte, aus dem Kartenspiel entfernt.
Nun, das war's dann von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt auf jeden Fall auch ein Like und schreibt auch einen Kommentar oder stimmt hier oben ab, ob es euch gefallen hat. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, um den Kartentrick nächste Woche nicht zu verpassen. Genauso aber auch das Video genau in einem Monat. Nämlich das, wo ich euch anfange, GF-Karten vorzustellen. Das wäre jetzt einmal hier die Double-Back-Karte. Schaltet also dann auch auf jeden Fall wieder ein. Und sonst würde ich sagen, bis nächste Woche. Habt bis dahin eine schöne Zeit und ciao.